Hallo und herzlich willkommen zum 10. Teil Let's Play Papa Exile Solo Selfa und Glacial Cascade Witch. Ja, gestern ganz klein bisschen Pause gemacht mit dem Charakter. Ich habe mir nach wie vor nochmal den neuen Baum angeguckt, Dinge überlegt, was man alles so machen kann. Und habe im Zuge dessen auch meinen Ground Slam Charakter ein wenig ausgerüstet und ein bisschen damit Maps gegrindet. Weil ich festgestellt habe, dass ich wenn ich Ice Crush spiele, dann denke ich, wird der Charakter relativ ähnlich aussehen wie der Ground Slammer. Ich glaube, das Setup grundsätzlich ist ganz praktisch dafür. Ja, mal sehen. Jetzt habe ich mir erstmal überlegt, ich werde jetzt hier hoffentlich mit meinen paar Edelsteinchen, mit meinen hier Chromatic Orbs hier, ach, perfekt, reicht schon. Sagen, drei blaue Sockel hinbekommen, ist auf eine Energieschild, auf Energieschild-Ausrüstung sehr wahrscheinlich, dass da möglichst viel Blau bei ist. So, dann machen wir Curse on Hit, Herald of Thunder und Assassin's Mark nehme ich mal erstmal rein. Und ja, mal gucken, wie das läuft. Ich habe den Tipp bekommen, ich sollte das mal ausprobieren. Ich hatte ja angekündigt, dass ich das eigentlich lieber mit Arc machen würde. Wobei Frostnova wäre auch noch eine schöne Variante. Kann man das eigentlich kombinieren? Nicht Frostnova, Eisnova. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Also dann müsste ich ja eigentlich sowohl mit der Eisnova Curse on Hit verteilen können, als auch mit Herald of Thunder. Schauen wir mal. Okay, ich hoffe, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, muss ich Dominus noch umhauen. Dann schauen wir mal. Erstmal Herald of Thunder anmachen. Dann probiere ich erstmal den aus. Okay. Hat auf jeden Fall das schon mal funktioniert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so gut ist, die Variante mit Cast on Crit und Herald of Thunder. Oh, ja. Wie gut wirklich die Gegner jetzt hier verflucht werden. Ich sollte nicht in der Explosion stehen bleiben. Sieht bis jetzt eigentlich ganz solide aus. Jetzt runter, ich will aber rauf. Echt ein Nachteil von Glacial Cascade, dass das Ding leider sich von allen Hindernissen abhalten lässt. Das habe ich gestern wieder gemerkt, als ich den Ground Slammer gespielt habe. Das ist wesentlich praktischer. Mit Ground Slam kommt man nämlich hier hoch tatsächlich bei solchen Sachen. Oh, doch recht solide eigentlich. Mit Herald of Thunder. Ich gucke derweil mal schnell bei der nächsten Gelegenheit, dass ich hier meine Eisnova mal auf eine Taste lege. Dann teste ich das auch mal. Kann man ja, wenn das so funktioniert, dann ist das natürlich perfekt. Dann kann man das schön kombinieren. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Onyx-Amulett. Vielleicht kann das ja was. Wird die Eisnova aber erstmal nicht mitgelevelt. Und soll möglichst schön günstig bleiben. Finde ich auch eine sehr lustige Variante eigentlich mit der Eisnova. Jetzt, wo ich es gerade benutze, fällt mir ein, dass ich da eh schon mal drüber nachgedacht hatte, ob das nicht eine schöne Idee wäre. Eisnova mit Curse on Hit. So, jetzt nebenbei gleich ein Level up.
Ice Nova könnte zusammen mit Temporal Chains eigentlich eine schöne Idee sein. Als defensiv rundum sorglos Paket quasi. Ach toll. Freezing Pulse, Fireball. Sind immer noch aus Faulheit mitgesockelt. Wenn ich ausreichend hohe Crit-Chance habe, ist das wirklich sehr, sehr cool. Ja, doch, das gefällt mir ganz gut. Mal kurz noch einen Skillpunkt vergeben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt von oben hier in die ganzen Elementar- und Spell-Damage-Sachen. Cast Speed ist damit drin. Viele schöne Sachen. Also der Teil des Templerbaums, der gefällt mir auch ausgesprochen gut. Jetzt suche ich erstmal, wo ich hier hin muss. Die knarzen ganz schön, die Statuen. Nebenbei habe ich, wie vorhin ja kurz erwähnt, gestern mich ein bisschen mit meinem Ground Slam Charakter ein wenig beschäftigt und habe dem jetzt tatsächlich ein 5-Link Maroi in die Hand gedrückt. Und das macht schon ziemlich Spaß. Es war leider nicht ganz so schnell, ziemlich langsam sogar. Aber das ist schon echt mit Increased Area, das ist schon sehr, sehr cool. Festgestellt, ich habe auch die restlichen Questen mit dem Charakter noch erledigt, die mir fehlten. Unter anderem hatte ich Dominus noch nicht umgehauen. Mann. Trefft gerade ganz schlecht. Hat der mich echt mein ganzes Mana gekostet. Ja, wie gesagt, Dominus fehlte mir noch mit dem Ground Slammer. Und selbst Dominus habe ich erstaunlich häufig gestunt. Da war ich doch erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass das selbst bei Aktbossen so gut funktioniert. Hammer dich endlich. Ach, ich wollte auch noch schauen, was mein Amulett 10 zu allen. Leben, Mana, Intelligenz, Feuerresistenz. Was haben wir dagegen zu setzen? Bisschen Kälteschaden, ansonsten eigentlich gar nichts im Vergleich. Okay, Energieschild ist noch dabei. Gucken wir mal, wie viel Energieschild verliere ich denn. War schon eine Menge. Aber dafür kriege ich auch eine Menge Leben dazu. Und ein bisschen Feuerresistenzen gibt es auch noch. Die stehen mir sogar ganz gut zu Gesicht, also lassen wir das erstmal so. Ich muss mich gerade echt so ein bisschen umstellen. Mit dem Ground Slammer spielt sich's doch etwas anders dann. Jetzt, wenn man auch dann volle Erfahrungspunkte kriegt, macht das auch mehr Spaß. Wie gesagt, auch wenn die Angriffsgeschwindigkeit deutlich langsamer geworden ist. Aber der Charakter ist schon mörderstark.
So, das müsste es doch jetzt gewesen sein hier. Letzte Etage. Einmal zu den Aufzügen, jawohl. Oben rum. Hier finde ich den Weg wenigstens. Assassin's Mark, den wollen wir natürlich weiter steigern. Wenn ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich der ideale Fluch ist an dieser Stelle. Leute, Leute, Leute. Ruhig bleiben. Ja? Ganz ruhig bleiben. So. Auf zu Dominus. Ein bisschen Angst habe ich schon. You'd bite the master that called you here, witch? Okay, bis hierhin ging's. Relativ leichtes Spiel. Fehlt denn hier noch wer? Komm, zeig dich. Da ist sie. Submit, Heretic! Oh, leg dich. Have you ever seen the true face of God, exile? Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der Meister himself. Dem Angriff weiche ich gerne mal aus. Boah. Hör doch mal auf damit. Nightmare prevails. The touch of God. Shrink not from God. Okay, wie trifft er mich mit dem gar nicht? Doch, tut er wohl. Ich halte ihn nur ganz gut aus. Was ist los? Bin ich gar nicht gewohnt. Normalerweise ist der Angriff doch wesentlich unangenehmer. The touch of God. Den will ich allerdings nicht abkriegen, den Touch of God. This world is an illusion, Exile. So, er entschuldigt, dass ich gerade etwas schweigsam bin. Ich war gerade höchst konzentriert. Crit, crit, crit. Schön critten. Noch ein, zweimal critten, dann ist es das. Hab dich. Ha. No one will cry for you, Dominus. Not a soul. Ist auch immer wieder ein Erlebnis, der Kampf. Den haben sie wirklich schön umgesetzt, finde ich. Der macht schon Spaß. So, was haben wir denn gefunden? Ein Bogen. Eigentlich sogar einen ganz netten Bogen, aber nicht gut genug, um ihn aufzuheben. Schwert interessiert mich nicht. Schuhe. Schuhe könnten eventuell interessant sein, auch wenn die einen nicht besonders guten Grundtyp für mich haben. Und sie können auch nichts. Okay. Messer können auch ganz gute Zauberstab-Ersatzdinger sein. Ja, der nämlich sogar vom Grundprinzip her ideal dafür. Also,
Vielleicht nicht ideal, aber schon ganz nett. Spell Damage, Socketed Gem dazu. Ja, aber leider auch nicht wirklich so gut, dass man ihn jetzt unbedingt mitnehmen müsste oder benutzen müsste. Okay, Abspann schenken wir uns. Und damit haben wir den ersten Schwierigkeitsgrad geschafft. Mensch, schöne Sache. Hat ja auch lang genug gedauert, was die Videoteile angeht. Was macht denn Curse und Hit, wenn es gelevelt wird? Das weiß ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich ist die Curse Duration senkt sich. Aber beziehungsweise steigt. Die Erniedrigung der Curse Duration, die steigt. Nee, andersrum, die fällt, mein Gott. Hillock Reward, was gibt's denn Schönes? Grace, nichts für mich. Ball Lightning, Righteous Fire, Discipline, Convocation, Lightning Warp, Arctic Breath, Flame Totem, Frost Wall, Wall, Discipline, Disziplin. Wenn man irgendwann mal auf CI wechseln möchte, dann sollte man auf jeden Fall die Disziplin-Aura dabei haben. Können wir auf jeden Fall auch schon mal mitleveln. Wenn ich die wahrscheinlich jetzt im ersten Moment noch nicht benutzen werde. Oder? Kann ich mal gucken. Was sagt denn mein Mana dann? Okay, es wird 60% weniger sagen. Gucken, ob das noch reicht, um einigermaßen entspannt hier zaubern zu können. Schon knapp. I need more mana. Okay, was kann die? Skelette beschwören. Das mir übermäßig Sorge machen sollte. Ja, dafür hat sie aber auch sonst nichts drin. Schade. Das doch mal an. Also 50% war es vorher und jetzt ist es 48 Reduced Curse Duration. Okay, also wie vermutet, ich weiß nicht, ob das jetzt linear so weitergeht, aber am Anfang jetzt waren es 2 weniger Prozent. Ja, ich mache auf jeden Fall auch noch meine Disziplin-Aura wieder aus. Auch ein bisschen mehr Mana gerade. Platz, das sollte knapp reichen für die Quest hier. Einmal etwas besser positionieren. Nun stirb doch endlich. So, Nummer 1. Ach, eine verseuchte Höhle. Too much clutter.
Champions wollen wir mitnehmen. Dann gucken wir, wo die Meisterin der Höhle hier steht. Den kenne ich noch gut. Er hat mich auch ziemlich geärgert bei Exiles Everywhere. Vor dem habe ich durchaus Respekt jetzt. Sehr unangenehmes Totem. Ethereal Knives ist sowieso ein ziemlich guter Spruch, nach wie vor. Den Sinn war mal irgendwann das absolute Nonplusultra, dann eine Zeit lang ein bisschen außer Mode. Und jetzt gerade dann doch wieder top aktuell. Weil der Spruch sich doch ziemlich verwandelt hat seitdem. Eigentlich hat den mal ausgezeichnet, dass es der Spruch war mit der absolut markantesten und größten Schadensentwicklung. Also war der halt leider sehr langsam und etwas behäbig in der Benutzung. Das haben sie jetzt dann geändert. Jetzt ist der deutlich knackiger, der Spruch, so was die... den Spielstil angeht, dafür macht er halt wesentlich weniger Schaden. Das war entspannt. Ah, ich habe übrigens nebenbei endlich die, Sarah heißt die. Die Meisterin der Map, der Maps gefunden. Ja, auch schlimm genug. Ich habe da jetzt ewig für gebraucht, bis die endlich sich mal blicken lassen. Ist schon schön, wenn man im eigenen Hideout endlich eine Möglichkeit hat, die Maps aufzumachen. Ist auch von den Wegen her deutlich kürzer. Schon alle mitgenommen. Ich dachte, ich hätte noch einen über. Muss gleich mal eben gucken. Kurz hier ein bisschen Rücken frei machen. So. Der musste natürlich noch sein. Added Lightning, Herald of Thunder. So, dann nicht da, sondern hier gucken. 1, 2, 3. Doch, alles da. Alle Ammoniten beieinander. Du hast doch nicht mehr alle Ammoniten im Inventar. Ja, ich mach so ein bisschen Dampf, weil ich möchte eigentlich schon noch schaffen, bevor jetzt die Expansion kommt, The Awakening, bevor es endlich soweit ist, dass auch ich es spielen darf. Dann auch unter realen Bedingungen direkt. Dann würde ich mich hier schon gerne, wenn es geht, noch nach Merciless kommen. Und vielleicht da ja sogar noch ein bisschen auch Fortschritt kriegen. Nicht nur so gerade ankommen, sondern wenn es geht, sogar durch sein schon. Okay, das ist aber schon auch ambitioniert jetzt, von der Zeit her. Kommt sicherlich auch ein bisschen drauf an, wie meine Entwicklung hier ist. Ob ich gut vorankomme, ob mein Schaden gut bleibt oder ob ich dann irgendwann ins Stocken gerate. Vorteil ist, dass Zaubercharaktere Selfhound meistens deutlich angenehmer zu spielen sind als Nahkämpfer. Bei Nahkämpfern ist es doch wesentlich wichtiger im Vergleich, dass man gute Ausrüstung hat. Die meisten Magie-Charaktere, die kommen doch in der Regel auch nahezu nackt durchs Spiel. So, was kann diese Rüstung denn? Eigentlich ganz schön. Aber nicht so gut wie die, die ich gerade anhabe. Und deswegen bleibt die einfach mal hier.
Gladiatorhelm gleich. Wobei der Helm eigentlich wirklich im Moment noch mein Prunkstück ist. Da merke ich wieder, dass ich bei meinem ich will immer Leapslammer sagen, weil der ursprünglich Leapslam unterwegs war. Den Ground Slammer, da habe ich die Mana, die Renntaste nämlich auf der G und nicht auf der F-Taste wie hier. Deswegen muss ich mich wieder ein bisschen umstellen gerade. So, Skillpunkt für Lau quasi. What little help I can offer is yours. Dann schauen wir, was der Helm kann. Ob der weg kann oder ob der bleibt. Oh, auch ein schöner Helm. Ja, der hat auch definitiv was für sich. Fast ein bisschen schade drum. Aber bringt mir jetzt gerade nicht wirklich irgendwas. Och ja, neue Boots wären nicht schlecht. Handschuhe wären auch nicht so verkehrt. Schon schicker, aber... Ich probiere mal mit den Schuhen mein Glück. So, was hast du mir denn da gegeben? Ah, Leben, Mana, Rarity, Resistenzen... Leben Mana haben meine zwar auch, aber die haben mehr. Die haben bessere Resistenzen. Rarity, dafür haben die keinen Movement Speed mit drauf. Nichtsdestotrotz gefallen die mir gerade noch den Ticken besser. Aber ich muss mal eben ganz kurz gucken, wie waren die Werte. 26 zu 48 und 38 zu 31. Ja, dann nehmen wir die. Greetings. Kommt die erstmal weg. Das kommt auch weg. Na komm, auch weg. Und dann hätte ich gerne mein Buch hier. Ein Skillpünktchen in Ehren. So, dann Armor Energy Shield. Kämpfen wir uns von der Seite in den Baum rein. Und einmal zurück zur Submerge. Ich denke mal, ja, doch klar. Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, das reicht noch dicke, um zu The Ledge zu kommen. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe und nicht stundenlang hier im Nichts rumlaufen muss. Level up. Dann kommen wir zum nächsten Punkt im Baum. Und das ist einer meiner Lieblingspunkte eigentlich. Die Dinger mag ich immer besonders. Ich finde es immer schön, wenn man einen Knoten, den man sowieso nehmen möchte, und dann kriegt man nochmal so 8% All-Resi geschenkt. Das macht sich dann am Ende doch bemerkbar. Das sehe ich immer wieder, wenn man die Punkte im Baum hat. Oder bei manchen Charakteren hat man eben gar keine. Da kriegt man doch Probleme mit den Resistenzen. Ist immer gut, wenn man quasi für umsonst welche mitbekommen kann im Baum. Das macht einen dann doch bei der Itemwahl wesentlich flexibler. Nemesis Mod. Okay. Ich probier's, ich geh's an. Ja doch, das funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Danke für den Tipp. Herald of Thunder mit Cast on, nee, Curse on Hit, das ist wirklich eine ganz nette Variante.
Und weil es den riesen Vorteil hat, dass ich es einfach passiv mitlaufen lassen kann, ohne dass ich selber was machen muss. Das hat mich jetzt auch bei dem Ground Slammer ziemlich genervt, weil ich ja mit dem neuen Hammer jetzt keine Mana-Absaugung hatte und dann wirklich mal aktiv selber den Fluch benutzen muss. Ja, muss man sich halt, also ich zumindest, ich muss mich dann schon ein bisschen mehr konzentrieren. Und eigentlich mag ich mein Path of Exile gern Hirn aus und einfach losgrinden. Also ich mag es, wenn ich wirklich nur eine Angriffstaste brauche und ansonsten nur blind in der Gegend rumrennen. Das ist nicht immer das Ideale, manchmal wünscht man es ja dann doch auch ein bisschen gefordert zu sein, aber grundsätzlich finde ich das schon eigentlich am witzigsten, wenn man den Charakter so ausgerüstet hat, dass man mehr oder weniger blind überall durchrennt. Ich meine, da soll es ja irgendwann hinkommen, immer mit einem guten Bild. So, jetzt ein Zauberstab. Und zwar ein ausgesprochen guter, um nicht zu sagen ein hervorragender Zauberstab für mich. Weil da habe ich mich auch noch schweren Nachholbedarf. Jetzt frage ich mich nur gerade, welchen von beiden nehme ich denn raus? Welcher ist denn überhaupt welcher? Okay. Weil der liefert mir 21 Spell Damage. Und 18. Habe ich gesagt 21, 32. Und der hat Multiplier. Der hat Crit Chance. Bietet der sonst noch was? Cold Gems einen dazu. Okay, da profitiert gerade mein Kaskade sogar ein bisschen von. Ich tausche dann einfach mal den aus gerade. So. Thief's Grab, schauen wir mal kurz. Ah. Schade. Ganz brauchbare Übergangsrüstung für Nahkämpfer. Auch ein schöner Bogen. Für den, also für so einen Bogencharakter wäre das gerade eine echt schöne Ausbeute gewesen. Kleines Stückchen vom Rad. Natürlich besonders toll, wenn man eine Rare-Kiste, eine Kiste aufmacht mit drei zusätzlichen Rare-Gegnern einer Karte, wo die auch noch alle einen schönen Nemesis-Mod haben. Leider hatte keiner das garantierte Unique-Item-Ding drauf. Oh, das hat sich sogar gelohnt. Chaos Orb. Blöd, dass ich jetzt hier mich nicht über den Wegpunkt zurückholen kann. Aber das macht keinen Sinn, weil der ist nicht in diesem Level hier. Erstmal schön critten. Glacial Cascade ist übrigens auch einer der Sprüche, der, denke ich, sehr von, wie heißt das Ding? Hypothermia. Ich glaube, Hypothermia heißt das Ding. Das Support-Gam, was 20% mehr Kälteschaden macht, wenn man geschillte Gegner angreift oder trifft. Das ist natürlich ideal bei so Sprüchen, die sowieso mehrere Treffer mit einem Spruch auslösen. Das heißt, beim ersten Treffer wird noch schön gechillt und beim zweiten geht es dann direkt gleich in die Vollen. Passt auch thematisch gerade schön. Too much clutter.
wäre es mal an der Zeit, dass ich zwischendurch mal critte. Das würde helfen. Ich will nicht gerade. Handle ich mir eigentlich auch irgendwelche negativen Aspekte ein, wenn ich Cast und Crit level? Das Lightning Storm, okay. Macht nix. Okay, so langsam müsste auch der Wegpunkt kommen. Das wird dann die Stelle sein, wo ich das Video beende. Später am Tag, denke ich, werde ich noch mindestens ein weiteres aufnehmen, vielleicht sogar noch das eine oder andere mehr. Aber jetzt ist erstmal eine kleine Pause angesagt. Ja, hat sich doch gelohnt. Dominus liegt, Charakter entwickelt sich nach wie vor blendend. Ja, keine großen Probleme, außer zu wenig Platz im Inventar. Da soll ich auch nochmal bei Zeiten ein wenig nachbessern und was wegschmeißen. Ja, ansonsten bin ich ganz zuversichtlich. Ja, das heißt, beim nächsten Mal geht's hier weiter und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin.